Ich will vielleicht noch ein paar Takte zu meinem Hintergrund sagen, damit Sie mich doch ein bisschen besser einordnen können. Ich habe 1975 zusammen mit Freunden und Freundinnen in Köln die Aufklärungskampagne gestartet zu den Praktiken von Nestle und anderen Nahrungsmittelherstellern beim Vertrieb von sogenannten Muttermilchersatzprodukten in den Ländern des Südens. Eine Kampagne, die in anderen Ländern auch stattfand, in den USA als Boykottkampagne, und die dazu führte, dass 1981 die Weltgesundheitsorganisation immerhin einen Kodex verabschiedete gegen diese Praktiken. Das ist ein früher Erfolg dessen, was heute Zivilgesellschaft genannt wird. Damals hieß es noch Dritte Weltgruppen. Wie dieser Erfolg dann umgesetzt wurde oder nicht umgesetzt wurde von den Mitgliedstaaten und von der WHO selber, steht auf einem anderen Blatt. Aber das bringt mich zu einer ersten Vorbemerkung, die anschließt an die erste Frage oder dem Beitrag heute Morgen von einer Frau, die ist, glaube ich, nicht mehr da, Politikwissenschaftlerin. Was sind eigentlich die internationalen Organisationen? Das war bezogen auf die WHO, aber man kann es ja auch beziehen auf die UNO als Ganzes. Und ich finde die Klärung dieser Frage zu Anfang all dieser Debatten unbedingt wichtig, weil wir haben ja ein großes Dilemma. Wenn immer wir im Journalismus, in der Politik, im öffentlichen Diskurs über die UNO reden, Sätze bilden wie die UNO hat in Syrien versagt oder in Ruanda oder in Srebrenica oder die UNO hat da und da auch vielleicht mal was Erfolgreiches gemacht, entsteht ja immer der Eindruck, es gäbe das Subjekt, die UNO, als ein eigenständiges, handlungsfähiges Subjekt, das in Konflikten wie ein gerechter Gott aus dem Himmel steigt und diese Konflikte möglichst friedlich löst. Das ist ja eine schöne Illusion. Klar ist, es gibt die UNO nicht, es gibt nur dieses sehr komplizierte Netzwerk von inzwischen 193 Mitgliedstaaten, die zwar formal alle gleich sind, mal mit Ausnahme der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat, aber die natürlich sehr unterschiedliche und gegensätzliche wirtschaftliche, politische, militärische Gewichte haben und die sehr gegensätzliche Interessen haben. Das ist sehr banal, was ich hier sage, aber wir müssen uns das immer in den Kopf tun, damit nicht diese Illusion immer entsteht, es gäbe ja diese UNO. Und wenn diese UNO dann scheitert, ist die Enttäuschung, die Frustration umso größer und auch der Zynismus, der dann bei vielen von uns entsteht. Ich wünschte mir als Journalist für die Taz, wo ich ja Korrespondent bin, aber auch für viele Rundfunksender, dass ich jeweils 50 Zeilen mehr bekomme in den Zeitungen oder eine halbe Minute mehr im Radio, um jedes Mal, wenn ich von einer Entscheidung, einem Handeln, einem Nichthandeln der UNO berichte, aufdifferenzieren kann, wessen nationalstaatliche Interessen sich da jeweils durchgesetzt haben und wessen nationalstaatliche Interessen auf der Strecke geblieben sind. Zweite Vorbemerkung, wenn wir über die UNO reden, machtlose UNO, globales Chaos, ist für mich immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Wie beschreibe ich das? Ich kann natürlich sagen, gemessen an dem wichtigsten Satz aus der Gründungscharta von 1945, nämlich die Menschheit von der Geisel des Krieges zu befreien nach zwei großen Weltkriegen, ist die UNO restlos gescheitert. Wir haben seit 1945 über 260 inner- und zwischenstaatliche Kriege. Man kann aber umgekehrt sagen, ohne die UNO und ihren Sicherheitsrat hätten wir wahrscheinlich noch sehr viel mehr Kriege gehabt. Viele dieser Kriege wären nicht irgendwann durch Diplomatie und andere Mittel beendet worden. Und möglicherweise wäre in einigen dieser Gewaltkonflikte Atomwaffen tatsächlich eingesetzt worden. Zweitens können wir sagen, es gibt entsetzliches Versagen im humanitären Bereich. Wir erleben es gerade in Syrien und anderswo, wo Millionen von Menschen, unschuldig, unbeteiligte Zivilisten, ums Leben kommen. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, ohne die UNO und all ihre humanitären Hilfsorganisationen hätte es nicht mal eine Versorgung der überlebenden Opfer dieser ganzen Gewaltkonflikte gegeben. Und drittens, man kann zu Recht beklagen, es gibt noch in ganz vielen Bereichen der internationalen Politik Leerstellen mit 2E, also weiße Flecken, wo wir noch Normen brauchten, wo wir auch Durchsetzungsinstrumente brauchten für bestehende Normen und Vereinbarungen. Aber ohne die UNO und all ihre Sonderorganisationen hätten wir überhaupt nicht dieses große Geflecht von Tausenden von zwischenstaatlichen Verträgen, völkerrechtlich verbindlich, im Bereich von sozialen Normen, von Gesundheitsnormen, von Menschenrechtsnormen und seit Anfang der 90er Jahre zunehmend auch von Umweltnormen. Also ich würde immer noch sagen, das Glas ist mehr als halb voll, aber mir ist auch klar, je länger die Erinnerung
zurückgeht und je jünger die Menschen werden und weiter weg von 1945, desto mehr verblasst die Erinnerung. Ernst Jünger, der deutsche Schriftsteller, würde jetzt sagen, ja, es braucht halt alle 50, 60 Jahre für die Generationen die Erfahrung eines schlimmen Krieges. Zynische Antwort. Ist natürlich ein bisschen was dran. Was 1945 möglich wurde, zum ersten Mal mit einer Völkerrechtsordnung und dem zwischenstaatlichen Gewaltverbot, was es ja vorher nicht gab. Und zweitens dann, und mindestens so wichtig, 1948 mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wo zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte individuelle Menschenrechte überhaupt definiert wurden, ist natürlich nur möglich geworden vor dem Zivilisationsbruch des Holocaust und des von Deutschland ausgelösten Zweiten Weltkriegs mit 60 Millionen Toten. Daran müssen wir uns erinnern. Aber schon in dieser Frühphase sind einige Festlegungen getroffen worden von den Mitgliedstaaten, einige Versprechungen gemacht worden, die nicht eingelöst wurden und einige Versäumnisse passiert, die bis heute nachwirken. Ich will ohne Anspruch auf Vollständigkeit ein paar wenige nennen. Erstens natürlich die Einrichtung des Vetos und des ständigen Sitzes für 5 Staaten im Sicherheitsrat. Damals vielleicht verständlich, aber heute von fast allen anderen als Problem und als mangelnde Demokratie wahrgenommen. Zweitens, dass in anderen wichtigen Gremien der UNO, zum Beispiel in der ständigen UNO-Abrüstungskommission in Genf, der Konsenszwang festgelegt wurde, der also im Umkehrschluss heißt, jedes Land hat die Vetomöglichkeit. Ich komme nachher zu dem Punkt zurück, was das heißt für heute. Drittens, dass man damals gegen den dringenden Ratschlag etwa des schwedischen Botschafters bei der Gründungsversammlung der UNO 1945 zugelassen hat, dass die damals ungefragt dominante Weltmacht USA mit einem Anteil von 25% im normalen Haushalt der UNO und bei 30% bei der Peacekeeping-Budget zugelassen wurde und damit natürlich eine Abhängigkeit entstanden ist. Vierte Festlegung oder nicht erfülltes Versprechen. Die UNO-Generalversammlung hat damals beschlossen, eine internationale Handelsorganisation zu gründen, als integrale Bestandteil der UNO nach den Regeln der UNO. Das wollten die USA aber nicht und haben damals stattdessen 1947 durchgesetzt die Gründung der Weltbank, des Währungsfonds und des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, wo also all diese relevanten Fragen von internationalen Wirtschaftsbeziehungen, von Währung, Finanzfragen außerhalb des Rahmens der UNO behandelt werden in Institutionen, die zum Teil strukturell dominiert werden von den reichen Industriestaaten des Nordens, einfach weil sie dort mehr Stimmenrechte haben. Viertens, dass obwohl die Generalversammlung 1946 beschlossen hat, lasst uns nach den Erfahrungen des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals jetzt einen internationalen Strafgerichtshof gründen, der global zuständig ist für die in Nürnberg definierten Kernverbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit und so weiter, ist dieses 40 Jahre lang nicht passiert, weil die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates alle natürlich nicht wollten, dass es dieses Gremium gibt. Dann wären die Amerikaner wegen des Vietnamkriegs dort gelandet, die Sowjets wegen der Invasion in Afghanistan, die Franzosen während des Algerienkriegs, die Briten wahrscheinlich wegen der Verbrechen in Nordirland. Und letztens ein singuläres Problem, was uns seit 70 Jahren begleitet, als unerfülltes Versprechen und wahrscheinlich der Punkt ist, wo die allermeisten Menschen nicht nur in den arabischen Ländern ihre Enttäuschung oder Frustration über die UNO haben. Das ist der Teilungsbeschluss der Generalversammlung vom November 1947 zur Schaffung 2 unabhängiger Staaten, nämlich Israel und Palästina, der bis heute nicht verwirklicht ist. Wir haben dann in den 70er Jahren kontroverse Debatten. Wesentliche, die Länder des Südens möchten ein Gremium haben in der UNO, wo sie ihre Interessen besser formulieren und durchsetzen können. Es wird die UNO-Organisation für Handel und Entwicklung gegründet, UNCTAD, mit 2 wesentlichen Beschlüssen. Erstens die von Daniel vorhin ja schon angesprochenen öffentlichen Entwicklungshilfeausgaben, also ODAs, sollen mindestens 0,7% der nationalen Bruttonationalprodukte aller Staaten betragen. Der Beschluss ist ja auch in Deutschland bis heute nicht annähernd umgesetzt. Er ist umgesetzt in den 4 skandinavischen Staaten und Niederlande. Wir liegen bei knapp 0,4%. Der zweite wichtige Beschluss damals, gesicherte Mindestpreise festzulegen für den Weltmarkt, für die Rohstoffe aus den Ländern des Südens, die nicht mehr zu verkaufen haben als Kaffee oder Kupfer.
Diese Beschlüsse sind mit großen Dreiviertelmehrheiten in der UNCTAD und auch in der UNO-Generalversammlung beschlossen worden, aber die Industriestaaten des Nordens, darunter auch immer die alte Bundesrepublik Deutschland-West, waren dagegen. Und ein dritter Beschluss war der Plan, eine internationale Informationsordnung zu gründen, um eben die damals noch viel stärkere Dominanz der Medien aus dem Norden im Süden ein Stück weit zu konterkarieren. In Reaktion auf diese Beschlüsse sind die USA und Großbritannien in den 70er Jahren aus Teilen des UNO-Systems, also aus Sonderorganisationen, ausgestiegen, haben Finanzen zurückgehalten und haben dann in den 80er Jahren, als der US-Präsident Ronald Reagan hieß ab 1980 und die britische Premierministerin Maggie Thatcher, die neoliberalen Politiken, die sie national ja umsetzten, also das, was die Chicago School 1960 entwickelt hat, ne, jetzt auch auf das internationale System der UNO zu übertragen. Und da beginnt die Phase der, wie ich nenne es ganz klar und etwas schärfer noch, als das bei Daniel der Fall war, der finanziellen Erpressung durch die USA vor allem, die also Pflichtbeiträge über Jahre zurückhält, in den 90er Jahren bei 1,7 Milliarden Dollar Schulden an die UNO-Kasse steht. Und uns muss immer klar sein, die UNO kann nicht irgendwo bei einer Bank oder bei einer Sparkasse Geld aufnehmen. Sie hat nur das Geld, was sie von den Mitgliedstaaten bekommt oder nicht. Ich komme nachher zu dieser Frage zurück. In den 80er Jahren haben wir bei der WHO schon den Beginn des Einflusses der Privatwirtschaft. Das würde ich dann doch hier gerne, weil das bei Daniel nicht vorkam, noch erläutern. Im Juli 1988 wird ein neuer Generaldirektor gewählt, ein Japaner namens Hiroshi Nakajima, der seine Kampagne und seinen Wahlerfolg verdankt der Unterstützung des größten Mafiosis in Japan damals, der sein Geld mit Glücksspielen gemacht hat, der den Wahlkampf finanziert hat, nachweislich zahlreiche afrikanische Länder gekauft hat durch Toyota-Lieferungen, damit die für Nakajima stimmen. Und Nakajima in seiner ersten Amtszeit streicht radikal einen der wichtigsten Bereiche der WHO-Arbeit, nämlich die Unterstützung von Basisgesundheitssystemen in den Ländern des Südens. Er tut das unter dem Wünschen oder Druck der großen Pharmaindustrien aus Japan, USA, Deutschland, Schweiz, denen diese Gesundheitsprogramme mit billigen Medikamenten immer ein Dorn im Auge waren. Er feuert einen der damals wichtigsten Menschen und Programme der WHO, nämlich das Anti-AIDS-Programm unter einem Amerikaner namens Jonathan Mann. Er diskreditiert sich so stark, dass selbst die japanische Regierung ihn nicht mehr unterstützt. Und als seine Wiederwahl ansteht, 1993, waren sogar die USA und die EU gegen ihn. Aber Nakajima schafft es wiederum mit Hilfe bestimmter Freunde aus Japan, genug Länder durch Bestechung auf seine Seite zu ziehen und ist für weitere 5 Jahre der Generalsekretär. Da fängt das Dilemma in der WHO bereits an. Für das Gesamtsystem der UNO kommt es ein bisschen später. Unter dem finanziellen Erpressungsdruck der USA nimmt der Generalsekretär der UNO Kofi Annan ab 97 im Amt auf einer Rede beim sogenannten Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2000 folgende Position ein. Er sagt, da mich ja die Mitgliedstaaten zunehmend im Stich lassen, sowohl was die Finanzierung betrifft, aber auch die Setzung neuer Normen und die Durchsetzung bereits bestehender Vereinbarungen, muss ich mich jetzt an andere Stakeholder wenden. Daher stammt die Begrifflichkeit, die der Daniel vorhin ja auch kritisiert hat, der Multi-Stakeholder-Ansatz, der dann auch die Begrifflichkeit Zivilgesellschaft einführt, aber damit eben nicht nur meint Gruppen wie Medico International oder Amnesty oder Greenpeace, sondern ausdrücklich auch private Wirtschaftsunternehmen. Kofi Annan, ich habe die Rede damals verfolgt, hat das nicht aus einer neoliberalen Grundüberzeugung getan, sondern er stand wirklich mit dem Rücken nicht nur zur Wand, sondern bereits hinter der Wand. Er hatte in seinem ersten Jahr
die Belegschaft der UNO mal eben um 12% radikal kürzen müssen unter diesem finanziellen Erpressungsdruck, weil es auch unter den Mitgliedern keine entwickelte Debatte gegeben hat, was denn nun die Prioritäten sind für die nächsten 10 Jahre, was man eher weglassen kann. Und ohne eine solche Prioritätensetzung, die ja der Generalsekretär nicht allein in seinem Büro entscheiden kann, konnte er nur nach der idiotischsten Methode kürzen, die es überhaupt gibt, nach der Rasenmähermethode, also quer durchs ganze UNO-System alle Halme 10% kürzer. Und in dieser Situation dann eben diese Bitte doch jetzt an andere Stakeholder. Das wird sofort aufgenommen, es wird der sogenannte Global Compact gegründet, das ist ein Vertrag, den die UNO oder genauer gesagt das UNO-Entwicklungsprogramm dann abschließt mit großen Unternehmen, die sich zu völlig vage, allgemein formulierten neuen Grundsätzen aus dem Bereich von Menschenrechte, von Umwelt verpflichten müssen, also so vage wie, du sollst keine Sklaven halten in deinem Unternehmen, und im Gegenzug diese Unternehmen dann mit dem UNO-Signet, was ja bis dahin geschützt war, und dem Emblem der UNO-Entwicklungsorganisation werben dürfen. Leider haben sich damals einige Nichtregierungsorganisationen, gerade auch Amnesty International, darauf eingelassen und mitgemacht. Und dann eben fängt die Zeit der großen Mäzene an. Ted Turner war der Gründer damals des Kabelfernsehsenders CNN, sagt 1991, auch ich habe im letzten Jahr 9 Milliarden verdient, davon gebe ich 1 Milliarde an die UNO. Das war toll. Zielgerichtet, zweckgebunden natürlich für bestimmte Programme. Bill Gates und Melinda Gates und andere fühlten sich auch ein bisschen unter moralischem Druck, jetzt auch was zu tun. Und seitdem entsteht die Abhängigkeit vor allem der WHO von der Gates-Stiftung, die bis zu 40% und mehr des Budgets inzwischen finanziert. Die UNO-Organisation für Kultur, Wissenschaft und Bildung, lässt sich von McDonald's ein Kindererziehungsprogramm finanzieren, wo natürlich Ronald McDonald, der Clown, überall präsent ist. Das UNO-Entwicklungsprogramm lässt sich Programme von Chevron finanzieren. Also so haben wir eine, wie ich es nenne, schleichende neoliberale Privatisierung der UNO in den 90er Jahren. Und das bedeutet nicht nur eine gefährliche finanzielle Abhängigkeit von immer mehr Teilen des UNO-Systems von der Privatwirtschaft und damit eben entzogen einer öffentlichen Kontrolle und Transparenz, sondern es bedeutet natürlich auch zunehmenden politischen Einfluss der Privatwirtschaft und gerade multinationaler Konzerne in wichtige Diskussions- und Entscheidungsprozesse innerhalb der UNO. Und ich will hier eins nennen, weil das auch sehr aktuell ist, auch eine Kampagne betrifft, wo Medico aktiv ist. Wir haben seit Mitte der 70er Jahre nachweislich eine Debatte in der UNO, wo die Länder des Südens sagen, die Menschenrechtsnormen, die seit 1948 zwischen den Staaten vereinbart worden sind, in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dann in den darauf aufbauenden beiden Pakten über zivile und bürgerliche und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, dann die ganzen Sonderkonventionen, Rechte der Frauen, Rechte der Kinder gegen Rassismus, also dieses ganze Gebäude, daran halten sich vor allem transnationale Konzerne nicht. Und deswegen ist zwar eigentlich nicht einsichtig, wieso diese ganzen Normen, die völkerrechtlich verbindlich für Staaten und ihre Regierungen sind, nicht auch für Wirtschaftsunternehmen gelten sollen, aber da ist offensichtlich eine Lücke. Und deswegen die Forderung, jetzt hier Normen festzulegen, verbindlich mit Überwachungs-, Durchsetzungs- und notfalls auch Sanktionsmechanismen. Und die Länder des Nordens haben immer gesagt, nee, brauchen wir nicht. Das machen wir alles mit freiwilligen Selbstverpflichtungserklärungen, mit sogenannten Kodexen und so weiter. Diese Debatte ist jetzt über 40 Jahre alt. Und im 2014 hat nun, und man kann nachverfolgen, ich habe das in einem Buch Globales Chaos, machtlose UNO auch mal detailliert aufgeschrieben, wie da jeweils Einfluss genommen wird von großen Konzernen, von der Internationalen Handelskammer in Paris, was eine Lobbyorganisation ist für die großen Konzerne. Und jetzt im Jahre 2014 haben wir nun im der Ständigen Menschenrechtsrat der UNO in Genf einen Mehrheitsbeschluss, dass nun Verhandlungen stattfinden, formal über solche Menschenrechtsnormen für Unternehmen.
Und wir erleben nun in der inzwischen dritten Verhandlungsrunde, die war gerade vorletzte Woche, dass die Länder des Nordens, allen voran auch die Bundesregierung, dieses systematisch sabotieren, weil sie es nicht wollen. Das ging so weit, dass die Bundesregierung und ihre EU-Partner im letzten Dezember in der UNO-Generalversammlung, wo jedes Mal der Haushalt für das kommende Jahr festgelegt wird, versucht haben, die Mittel für diese Sitzungen des Menschenrechtsrates zu streichen. Ist zum Glück gescheitert. Aber das ist so einer der vielen Punkte, wo man deutlich machen kann, welche Einflüsse hier gewirkt haben, zum Schaden, glaube ich, der UNO. Ein zweites Beispiel ist, es gab bis 1992 in der New Yorker UNO-Zentrale eine Abteilung, die zumindest den Auftrag des Monitoring hatten für das Verhalten von großen Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen. Diese Abteilung ist auf Wunsch und höflichen Druck der amerikanischen Regierung natürlich immer mit dem Finanzinstrument dann geschlossen worden. Ich will jetzt zu meiner Antwort auch aus Zeitgründen kommen auf die Fragen, die ja eben noch mal formuliert worden sind. Also bei allem, was an kritischen Analysen richtig und notwendig ist, wenn Sie mich fragen würden, was sind denn die größten Erfolge dieser UNO oder dieses UNO-Systems, ich sag mal in den letzten 30 Jahren die Überschau oder seit Ende des Kalten Krieges, dann würde ich 5 nennen. Das erste ist, 1994 gibt es eine Konferenz in Genf mit dem Versuch, grenzüberschreitenden Export von Giftmüll endlich zu untersagen. Also ein hoch, auch gesundheitspolitisch sehr relevantes Thema, weil dieser Giftmüll nicht nur in Ländern des Südens, Giftmüll aus der EU, aus den USA, abgelagert wurde und Menschen gefährdet, sondern damals auch noch in den osteuropäischen Staaten, vor allem in Rumänien und so weiter. Und die EU ist geschlossen der Meinung, das wollen wir vermeiden, dass dort wirklich harte Vereinbarungen kommen. Und am Morgen des Konferenztages vor dem schönen Konferenzzentrum in Genf, ich weiß nicht, wer mal da war, fährt Greenpeace vor mit einem 7-Tonner Lastwagen mit Müll und lädt den vor diesem gläsernen Konferenzpalast ab, sodass alle Diplomatinnen, die im Laufe des Tages kommen, irgendwie mit zugehaltener Nase und spitzen Schuhen da über Müll in den Eingang rein müssen. Und Greenpeace baut eine große Tafel auf mit schwarzen und weißen Schafen. Und zu den schwarzen Schafen gehörten alle EU-Staaten und die EU-Kommission am ersten Tag. Und das war natürlich das Interesse. Alle Leute, die da waren, Journalisten, aber auch Teilnehmer, guckten morgens und nachmittags, abends immer, hat sich da irgendwas verändert? Und dadurch entstand ein solcher Druck, dass zunächst Luxemburg und dann auch Holland und ein paar andere EU-Mitglieder die Position wechselten, also den EU-Konsens verließen und sagten, wir sind doch für ein verbindliches Abkommen. Am vorletzten Tag war Deutschland immer noch in den schwarzen Schafen, aber im Endeffekt hat die EU dann einem verbindlichen Abkommen zugestimmt. Das war ein großer erster Erfolg. Zweitens, dass es überhaupt Verhandlungen zum Thema Klimaschutz in der EU, in der UNO gibt, angefangen mit dem Kyoto-Klimaprotokoll, ist ein Erfolg von Tausenden von Nichtregierungsorganisationen aus aller Welt, die sich angefangen auf der großen UNO-Konferenz Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio dafür eingesetzt haben. Man kann ja sagen, Paris ist unzureichend, das Abkommen, bin ich voll der Meinung, aber es gäbe gar nichts ohne diesen außerparlamentarischen Druck der Zivilgesellschaft. Drittens, das Abkommen zum Verbot von Antipersonenminen 1997 und viertens, das Verbot der entsetzlichen Streumunition. Und das sind zwei sehr interessante Vorgänge, weil über Verbot dieser fürchterlichen Munition ist in dem UNO-Gremium der Abrüstungskommission 9 Jahre jeweils verhandelt worden. Es gab jeweils auch Vertragsentwürfe, wo 55 der 61 Mitgliedstaaten dieser Kommission sagten, ja, machen wir. Aber es gab eben immer 5, 6, das waren immer die USA und Pakistan und China und Russland, Israel, die sagten, nein, wir brauchen diese Munition weiterhin. Und da ja, wie gesagt, Konsenszwang in diesem Gremium herrschte, kam da nie was raus. Und dann hat wiederum eine internationale Koalition von Nichtregierungsorganisationen, in Deutschland war dabei führend Aktionsbündnis Landmine, wo Medico führend war, gesagt, dann machen wir es halt außerhalb der UNO. Dann suchen wir uns eine willige Regierung, die bereit ist, zu sich nach Hause einzuladen, eine internationale Konferenz zu veranstalten. Das war im Fall der Antipersonenminen Kanada, deswegen Ottawa-Konvention und dann 10 Jahre später im Fall der Streumunition war es eben Norwegen.
Heute haben diese beiden Abkommen die Unterschrift von über 165 Staaten, die es auch umgesetzt haben. Und ob es nun ursprünglich innerhalb der Strukturen der UNO passiert ist oder außerhalb, ist dann irgendwann Schnurz. Ne? Natürlich ist es noch mehr als nur ein Schönheitsfehler, dass so wichtige Länder wie die USA, China, Israel, Pakistan noch nicht dabei sind. Aber der moralisch-politische Druck entsteht natürlich nur auf diese Weise. Viertes Beispiel ist die Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes 1998. Auch dieses nur möglich dank einer internationalen Koalition von über 1000 Menschenrechts-, Frauenrechtsorganisationen weltweit, die dafür Kampagne gemacht haben. Und dann schließlich ganz aktuell das Verbot von Atomwaffen. Durchgesetzt durch eine Kampagne, die den Namen ICAN hat, also International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons, wo ganz viele Menschen, die seit 40, 50 Jahren weltweit für das Verbot dieser Massenmordwaffen sich engagieren, nun gezieltes Lobbying betrieben haben, auch wieder auf einige Länder in der UNO, die bereit waren, das dann in die UNO-Generalversammlung einzusetzen. Und wenn man weiß, welch massiver Druck, Drohung, Erpressung, nicht nur seitens der USA, auch seitens der Bundesrepublik und anderer NATO-Staaten ausgeübt wurden, gerade auf schwache, arme Länder des Südens, hier noch nicht mal bei den Verhandlungen mitzumachen, geschweige denn den fertigen Vertrag zu unterzeichnen, kann man diesen Erfolg der Zivilgesellschaft nicht hoch genug einschätzen. Und das ist auch meine Antwort für die Zukunft. Also ich glaube, sich darauf zu konzentrieren, an all den konkreten Punkten, wo es noch zusätzlicher normativer Bestimmungen bedarf und rechtsverbindlicher Abkommen, möglichst mit Überwachungs-, Durchsetzungs- und Sanktionsmechanismen, wird es das nur geben, wenn es diesen Druck von Zivilgesellschaft international gibt, gut vernetzt zwischen Nord und Süd. Und die zweite Antwort auf die Frage ist schon die Finanzierungsstruktur der UNO. Und da gehe ich weiter als Daniel, der vorhin gesagt hat, man müsse innerhalb der WHO dafür sorgen, dass nicht immer mehr die Pflichtbeiträge abgebaut werden. Ich gehe viel weiter. Ich sage, es gibt ein grundsätzliches Problem, das wie folgt aussieht. Wenn man die Frage stellt, was hat denn das ganze UNO-System in den letzten beiden Jahren gekostet? Die haben ja immer ein Doppelhaushaltsjahr. Ne? Also alles. Alle Organisationen, die Hauptquartiere in New York und in Genf, die 120.000 Soldaten, die im Moment Peacekeeping sind, etwa 30 Milliarden Dollar. Klingt viel. Ne? Also 15 Milliarden im Jahr. Mein Punkt ist, von dieser Summe, 15 Milliarden im Jahr, ich bleibe mal bei einem Jahr, kommen gerade mal 20%, also 3 Milliarden rein durch die Pflichtbeiträge, die die Mitgliedstaaten alle zahlen müssen. Mal immer vorausgesetzt, sie zahlen sie auch und sie zahlen sie pünktlich. Die anderen 12 Milliarden, also 80% der real benötigten Gelder, kommen rein durch die freiwilligen Beiträge der Mitgliedstaaten, die natürlich zielgerichtet sind. Da, wo ich ein Interesse habe als deutsche Regierung, gebe ich Geld. Da, wo ich es nicht tue, gebe ich es nicht. Und das ist eine Finanzstruktur, das kann nicht funktionieren. Stell sich mal vor, der Haushalt der Stadt Berlin würde auf diese Weise finanziert. Also deswegen sage ich, die Forderung muss sein, eine Finanzierungsstruktur, die das gesamte benötigte Geld auf die Ebene von Pflichtbeiträgen stellt. Und wenn ihr mich fragt, wie viel ist denn nötig, dann muss man natürlich sagen, angesichts der Defizite in den letzten Jahren, wo dann Flüchtlinge nicht versorgt werden konnten in den Lagern im Libanon und in Syrien und im Jordanien und deswegen in großer Zahl zu uns kamen, würde ich die Summe mal auf 35 bis 40 Milliarden taxieren. Und dann könnte man sagen, eine UNO-Steuer weltweit, 0,001% des Bruttonationalproduktes in jedem Land, würde das gut finanzieren. Die Grünen in Hamburg oder in Kiel haben vor ein paar Jahren den Vorschlag gemacht, lasst uns doch eine Klima-Emissionssteuer erheben, pro Kopf der Bevölkerung in jedem Land gemessen an den CO2-Emissionen, ich bin sofort fertig, die den CO2-Emissionen, die tatsächlich ausgestoßen werden. Damit könnte man einen zusätzlichen Anreiz schaffen, nun endlich auf die erneuerbaren Energien umzusteuern. Also ich halte solche weitgehenden Forderungen für notwendig, damit man überhaupt etwas ändern kann an der derzeitigen Situation, wo die Abhängigkeit des gesamten Systems immer stärker von interessengeleiteter Privatwirtschaft besteht. Danke für die Aufmerksamkeit.
Antrag. Vielen Dank, Andreas Zumach. Das war jetzt eine Tour de Force durch die internationale Politik. Und wir müssen jetzt an Nutsch. Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt keine Nachfragen stellen, sondern das zusammen nach dem zweiten Input von Anutsch machen. Dass du jetzt anfängst, genau. Dass wir nicht nochmal. Ja. Ja, please. Thank you, Andreas, and thank you to Medico International to invite me to this very exciting event. I am absolutely privileged and to be addressing such a diverse audience. And also, may I add, the future of global health and the kind of social change that we desire to see. So, as they say, catch them young, and I'm very delighted that such young people are participating in this session. Right, I also want to apologize for delivering my talk in English, and also for the delayed reactions that you will see from my face. I laugh maybe almost 30 seconds or a minute later than when the joke has been made. So I'm sorry for that. I only have my colonial past and legacy to blame for that. Right, so the task I was given today was to really talk about the threats that we face and the social movements and civil society face today, and how have they fared or what strategies have they used in defending the spirit of Alma-Ata. So what I've decided to do is break down my talk into two parts. I mean, one, I would try and summarize some of the complex threats to achievement of health rights or the protection of health rights that we face today. And I'll pick on some of the issues that my previous speakers have very eloquently expressed and shared with you. I'll be particularly focusing on the neoliberal era of global health that we are witnessing today, and then share a bit from my own involvement with the People's Health Movement. I've been involved with PHM since its inception in 2000, first while I was working in India with a health rights and advocacy organization, and subsequently in the UK, where I've been convening a very dynamic group of activists, academics, and concerned citizens campaigning to protect health rights and resist some of the neoliberal threats to health. I want to begin with going back to what we are really talking about today and the genesis of all these discussions to the Alma-Ata conference of 1978. And Alma-Ata, I believe, was indeed a historic milestone. And a historic moment, not only for the official recognition by international governments of gross inequities in health, both within countries and also across countries, but also for the very progressive conception of a primary health care, a comprehensive primary health care, and the health for all by 2000 goal that was endorsed by the nation states then. However, the enthusiastic consensus for such a sustainable grassroots health systems empowering people to be part of addressing their own healthcare needs was fairly short-lived, because we know that soon after, in early 90s, we had the donor agendas being pushed, UNICEF leading on the Gobi strategy, and really what we were looking at was extremely donor-driven vertical programs that moved away from a fairly comprehensive primary healthcare approach that was enshrined in Alma-Ata. I will not go into a lot of details about what were the determinants of such failure, but I want to focus more on more contemporary threats that we are experiencing today, particularly in the last decade. What we're experiencing are these complex threats and multiple crises in global health, which have significantly undermined these global commitments that were made and any progress in achieving health for all and the promises of Alma-Ata.
I want to present these in two sort of distinct key trends that underpin such multiple crises. First and foremost is the crisis of governance, which has been very eloquently expressed by some of the speakers before me. And also in Daniel's talk, what we are witnessing is reflected in this social network analysis of key actors in global health and in the current landscape of global health, which is extensive, which is extremely fragmented, very plural, and has really moved away from the UN-type international governance that we were experiencing, that we had in global health in the 80s. This global complex, what we see, is really characterized by a democratic deficit. You have a number of different actors, including the business sector and the other not-profit actors, the finance institutions, actors that did not have traditional mandate in global health, moving from other sectors, whether it's energy, alcohol, beverages, food, into global health today, and the marketization of that landscape. The second and more fundamental trend I see is the neoliberal agendas and the emergence and the growth and the strengthening of a neoliberal paradigm within global health today, as it defines our priorities in health. Now, there are a number of different conceptions of neoliberalism, but I find what Ward and England have done is identified four distinct conceptions of neoliberalism. One, they present as really the rolling back or rolling out of state formations in the name of reform. And this this specifically relates to how power is dispersed across a wide range of actors in both public and private sector, and by creating conditions for markets to flourish via endorsement of policy preferences that emphasize liberalized and privatized health systems and economies. A second understanding is related to the policies and programs that we see today, which are formulated, implemented under the wider umbrella of privatization, liberalization, deregulation, and other policy packages. What I find is a third, much less talked about aspect of neoliberalism is the governmentality through which it is expressed, which draws our attention to these to completely reassembled and reimagined relationship between the state, citizens, and between citizens and resources that we are witnessing today. And lastly, what to me is the single most influential and difficult to combat or battle with is neoliberalism as an ideological project or a framework of thought that serves as the overarching logic to determine health priorities and for several contemporary framings of global health and public policy agenda today. Sorry, yes, okay. Do I need to be slower? Am I too fast? No. Okay, great, thank you. Well done. Benutzt jemand die Übersetzung überhaupt? Ich sehe jetzt doch. Yes, please, do let me know if I need to go a bit slower. And then I'll ask for a bit more time as well. right, so I'm going to focus a bit more on the ideological project that neoliberalism is today and how neoliberalism, with emphasis on markets and the commercial sector partnerships, reduced role of state, is completely capturing the global health agenda policies and transforming health systems internationally as well as nationally. And what I see is the biggest impact of such neoliberal agenda is the growing inequalities that we are witnessing today in both health and wealth, and a growing disenfranchisement and disempowering of people and its citizens. What I understand, neoliberalism is a very systematic and deliberate attempt by governments to redistribute resources from poor to rich via bailout of banks, private finance initiatives, and other interventions. The most visible expressions of this neoliberalism that we witness today is in the form of austerity, which
most countries in Europe are now familiar with. However, it is helpful to remind us that of the historical legacy of the concept of, that has been a prominent feature of public policy across the world since decades. So austerity is really not new. What is witnessed in the West today in the last decade was the structural adjustment program of post-colonial settings in the 80s and 90s, which was aggressively pursued by global financial institutions and applied to legitimize a set of policy and measures in these poorer post-colonial states in lieu of offering them a place in the global economy and the market. What we saw was a wide range of cuts in public spending, systematic destruction of public food systems, of basic social and welfare care. And what this decades of structure adjustment in South Asia, South America, and in Africa led to was a complete overhaul of a country's policy and social structure, weakening of public systems, which further underpinned the aggressive pursuit of privatization and handing over health and social care to the private sector. But it is also noteworthy that the austerity and its effects are very selectively imposed, unevenly and unfairly across society, and disproportionately affect the disadvantaged groups, pushing them further into poverty, into deprivation, and indebtedness in many countries. A major report which calculated the impact of these changes to tax, social security, and public spending since 2010 in Britain forecasted gross inequalities, not to our surprise. But it also broke that picture down and highlighted how the picture was even more stark and staggering. While the poorest were set to lose nearly 10% of their incomes, the richest lost barely 1%. There were also implications of race inequalities and implications for people with disabilities. So the neoliberal agenda continued in different forms, in different shapes. The criticism that was met by structural adjustment programs pushed finance institutions and governments to withdraw that and talk about and repackage those in the form of conditionalities by donor agencies. And also covertly, but more aggressively, has been pursued in the last decade through the paradigm of public-private partnerships, which has witnessed a steep rise and growth in late 90s. And it is these covert mechanisms of influence that I'm going to now turn to before talking about how civil society have tried to address and resist some of these issues. So this is the second trend that I want to highlight, which underpins this crisis, is this growth of public-private partnerships, broadly guided by the theoretical foundations of new public management. This paradigm was concerned with applying business sector thinking, injecting public sector with business-like practices. And this for implications for efficiency, growth, and also, quote-unquote, effectiveness. Now, this rationale was further strengthened by the perceived failure of states and of traditional multilateral systems to meet some of the complex demands and global health needs. And advocates for this model were clearly arguing that by diversifying provision, by getting private sector, by getting public sector to compete with private sector, we were also securing better quality infrastructure, optimizing costs and risk allocation. Now, overall, the literature often and debates have often presented public-private partnerships as these win-win arrangements where nobody has anything to lose. And this popularity was also evidenced in the registration of, and this is something that both Daniel and Andreas did refer to, registration of over 120 plus global health partnerships in the last decade and more. And there is an even greater heterogeneity of private sector engagement within these partnerships at country level. So these were complex partnerships targeted on particular conditions, diseases, and specific issues, which were completely changing financing and aid flows from a
multilateral or a bilateral aid for to buy multi-buy and buy multi-financing structures, whereby bilateral agencies were financing these multilateral institutions, which had very poor transparency, accountability, and democratic deficits embedded within them. Now, two significance. The implications of these global health partnerships at country level has been written about. My own work on Global Fund highlighted how these were reinforcing competition, expanding private sector and marketization of health in these different countries. Now, two significant effects of this rise of partnerships with private sector and the corporate social responsibility paradigm that I see is, first and foremost, a growth and consolidation of a range of private sector actors and activities in global health, which results in a blurring of boundaries and roles and diffused accountability between public and private sector. The most recent instance, as many of you would have heard, is the Global Fund's announcement at the 2018 World Economic Forum of three new partnerships with the Swiss bank Lombard, with Heineken and Unilever. Now, partnership with the bank will allow investors to maximize the tax benefits associated with corporate philanthropy. Partnership with Heineken legitimizes its role in as the role of an alcohol industry as a partner in implementing sustainable development solutions, and potentially, and evidently so, also undermine alcohol policy implementation in many countries. A similar trend we notice, and in a more sort of aggressive manner at the country level, where many of these global health partnerships and private sector philanthropies are further engaging local transnational corporations as well as civil society and NGOs to deliver projects. And that particular map is from one of the forthcoming publications around unpackaging the private sector, which also reveals the blurred boundaries between the not-profit sector and the profit sector at both country level and the global level. And this is a partnership for water conservation, with Coca-Cola heading this partnership. I mean, those are the kind of contradictions we're dealing with today. Now, this trend, the growing legitimacy of these global health partnerships have clearly led to an ideological convergence around what we understand today as the Gates approach to global health or health systems, which really implies that, as typical of the techno-managerial discourse within which aid is dispersed by actors such as Bill and Melinda Gates Foundation, and debates are constantly recast as technical debates about distribution of healthcare products and pipelines. So this is like the silver bullet or magic bullet approach in global health, which completely undermines and oversees the structural, social, political, and commercial determinants of health. Global financial actors also exerting influence via technical assistance, cooperation by setting up frontline lobby groups, and through engagement with a co-opted civil society through corporate social responsibility. And such blurring of boundaries, as I mentioned earlier, is far more stark and prominent at the country level. Now, this trend has also excessively privatized healthcare services within countries, both globally as well as nationally. In many countries, what we find is these large-scale presence of transnational or domestic corporations in procuring, managing, and delivering healthcare services. On one hand, we see very state-of-the-art buildings developed by FDIs and joint ventures facilitate complete takeover of tertiary care by transnational corporations as well as multinationals. And on the other hand, we see poor investment in primary care, which further justify handing over those primary healthcare centers to actors like Gates. So this particular example is from India, where you have the largest 100% FDI-led hospital,
and increasingly in many states, Gates has been contracted to deliver services at primary or manage primary healthcare and community healthcare centers. So within the framework of universal health coverage, what we're also seeing a major trend is how these PPPs have emerged as a key priority, as a gateway to improved health services. And a sharp rise in these partnerships has also been witnessed, not limited to private finance initiatives within the UK, for example, in the UK and Europe, but increasingly so in low and middle income countries to deliver healthcare, clinical and non-clinical services, technology systems, and also manage facilities. In the past decade, under the rubric of universal health coverage, there's been large-scale experimentation of health insurance schemes, which further brings on board and empanels private sector corporations, both at tertiary care as well as local and informal private sector, in delivering healthcare in many countries. And this has clearly occurred within what is referred to as a progressive sustainable development goals and a understanding of universal health coverage, though in its most narrow sense of simply extending coverage, not ensuring that extended coverage is impacting on access and better utilization. So that's the fairly grim picture that I've presented. But against that backdrop, what I want to now turn to is the promise of social movements and sustained grassroots actions and struggles of social movements, which was acknowledged in the Commission for Social Determinants in Health Network of Civil Society report, which highlighted how one of the principal reasons why the promise of Almata and the primary health care approach did not wither away is to be found in these countless civil society initiatives across the globe. Through both advocacy, but also through community-based programs, which are modeled on this PHC approach. Of course, there are several examples, and I think Andreas also mentioned a few, but I'm going to mostly talk about this from the standpoint and experience of the People's Health Movement. The movement really grew organically from the increasing and growing discontent around the failure to achieve the promises of Almata, and also discontent with growing inequities and human rights violations. It was set up in 2000, or rather launched in 2000, after a year and a half of grassroots mobilization around key priorities for health and health rights in different countries. In 2000, we were all collected in Bangladesh, had about 1,800, 1,900 people from 70 different countries collected together and endorsed the preamble of People's Health Movement and its vision, which was a fairly progressive vision that was foregrounding health as a human right and a prerequisite for human development. The vision of Almata, the People's Health Charter that was endorsed at the Health Assembly also saw, as at the heart of it, was the vision of for a better world, which was resting on equity, ecologically sustainable development, and peace. There was also a very clear protocol that was developed of how health for all can be realized, what is the kind of blueprint that we need for transforming global order through democratization at all levels. Now, besides attention to within the People's Health Movement, recognizing that the crisis is at multi-dimensions, at several different levels, the strategy of within the movement has been a multi-dimensional and multi-pronged approach, acting at the global level through a number of different initiatives, from watching institutions and global health actors, or actors which did not have the traditional mandate, like international finance institutions and other World Trade Organizations, among others, in how these unhealthy policy trends are being pursued,
and also resisting the neoliberal capture of knowledge and of our understandings of how these impact on right to health. So constantly talking about the incoherence within the sustainable development goals, or how, what are the trade-offs between an economic agenda, an aggressively pursuing trade objectives, and what implications that has for the right to health. It is also, one of the other initiatives has also been to constantly monitor these institutions, their plans and activities, their programs in different countries, and talk about alternative visions of global governance. This is distilled into its Global Health Watch series, and the fifth series has very recently been launched, and is an excellent resource for students, for global health advocates. At the national level, there are a number of different strategies, from monitoring the right to health and violations within countries, and I'll speak about the specific example of Scotland, to also offering alternative sites of learning and deconstructing hegemonic and dominant narratives around global health, or what plagues or what crisis we are experiencing today. So this is through the International People's Health Universities, through constant advocacy and lobbying with political parties. And finally, what I see as the biggest strength of people's health movement is the local participative action around mobilizing, expressing solidarity with other campaigns that are impacting on the right to health. I'm going to touch upon very briefly some of the strategies. So first and foremost, and I've only cherry-picked a few of these strategies, there are several others. One of the key and important element in ensuring and respecting and protecting the right to health is monitoring states and other actors. So I already mentioned how people's health movement with other actors, including Medical International, MedAct, and others, has constantly been watching institutions. But at the national level, what we have undertaken is a monitoring of the government's commitments to human rights treaties. So last year, 2 years ago, we undertook an assessment of UK government's commitment and progress in achieving the right to health as part of, and submitted this report to UNESCR. We identified four distinct areas, from impact on refugee and asylum seekers' rights, right to health, talked about, highlighted issues of privatization of public goods and services, identified an area which was fairly negligent in and overlooked in the national discourses around occupational and environmental health, and also talked about the gross inequalities with respect to the positive mental health and well-being, especially given how the austerity agenda, which was quite aggressively pursued by the UK government, was impacting on mental health and other areas. Similarly, another strategy that we've adopted has been focusing on making health systems responsive. And given the plural and fragmentation of health systems that we experience at country level and globally today, much of this attention has been given to how states can be held accountable. And increasingly in some countries, moving beyond states to talk about how private sector can be held accountable to health systems violations that we're experiencing in the health systems today. As Rifkin argues, accountability is only possible when those affected have ways to ensure that their needs are concerned and dealt with fairly. And this particular example, which has from India, Indian People's Health Movement, or JSA, is how community participation has been completely redefined through public tribunals, talking about gross violations, and leading on several different mechanisms, such as the People's Rural Health Watch, community-based monitoring, which has then informed policies at national levels. So now communitization is a strategy that has been adopted in the Indian National Health Plan. I've been asked to very firmly to close now. So I'm going to jump over some of the very important and significant tools that we have utilized, which is a deliberative, participative process of developing a people's manifesto for the right to health, and use this both in India previously and now in the UK to lobby with political parties and governments to change the way health is being addressed.
and moving beyond the social determinants to also talking about commercial determinants of how the commercial sector cannot be part of the public health responsibility deal and cannot be part of the table which is negotiating and defining these public health policies. I just want to end with some of the steps that are needed, more progressive regulation and redistribution areas, and finally, want to emphasize the importance of social movements, grassroots organizing, and action as countervailing force to the threats that we're experiencing in this neoliberal era. Thank you, and I'll take the questions later on. Thank you, Anuj.